Die Spülmaschine muss noch angeschmissen werden morgen. Ich habe nichts gepackt. Aber lass mal Whisky trinken. Ja. That's my life. That's my life. It's my life. It's my life. It's my life. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Mod Mariners mit dem Paddy. Und mit Leon. Und heute drehen wir unser Top 5 2021 Video im Prinzip. Und was, also das sind jetzt nicht so, also wir müssen reden. Whisky-Fans, wir müssen reden. 2021 war für uns alle ein hartes Jahr. Auch für Leon und mich. Aber nicht so hart wie die meisten Schnäpse, die wir getrunken haben. es ist aber so, wir haben uns Gedanken gemacht, boah, reden wir über die, also wenn ihr mich fragt zum Beispiel, welcher Dram hat dich am meisten begeistert im Jahr 2021, dann würde ich wahrscheinlich sagen, abends, als ich mit Leon irgendwie so ein Wild Turkey Forgiven in Greiz getrunken habe, bei einer Whisky-Messe, Outdoor oder sowas, ne, das war ein Dram fürs Herz, ja. Darüber wollen wir aber gar nicht sprechen, sondern wir wollen so ein bisschen über Abfüllungen sprechen, die im Jahr 2021 rausgekommen sind, also veröffentlicht wurden und die wir dann in diesem Jahr auch verkosten durften. Und dann wollen wir gerne darüber sprechen, dass wir die gut fanden und warum wir die gut fanden. Das soll sozusagen unsere Top 5 2021 darstellen. Mit einer Ausnahme. Weil, zur Erklärung, ich hatte Paddy geschrieben, Paddy, lass mal Top 5 machen mit 3 Whiskys, die letztes Jahr rausgekommen sind und jeweils einem Lieblingswhisky. Und Paddys Whisky ist aber zufällig tatsächlich auch letztes Jahr rausgekommen. Deswegen ist nur meiner nicht letztes Jahr rausgekommen. Aber ihr kriegt trotzdem einen Haufen Whiskys, die letztes Jahr rausgekommen sind. Okay, wir reden schon wieder viel zu viel. Without further ado, I will now, da wird the dog in the pen crazy, starten einfach mit dem ersten Whisky. Und zwar kommt der erste Whisky, meine Nummer 1, unserer Top 5 2021 Whiskys, Malt Mariners Medaille. Malt Mariners Medaille. Eine schöne Alliteration. Wieder mal schlaues gesagt. Erster Whisky ist der Ardna Merkin. Ich liebe dieses Wort immer noch. Ardna Merkin. Schottischer geht es eigentlich gar nicht. Für die korrekte Aussprache bitte das Video anschauen. Das ist natürlich nicht richtig, wie Leon das sagt. Genau. Die richtige Aussprache laut Paddy ist Ardna Muchanchan. So ist es. Immer noch sehr schön. ich bin ja auch lernfähig. Ardna Merkin 0721, Doppelpunkt 05. Abgefüllt mit 46,8 Volumenprozente und ohne Scheiß, Leute, ich mache diesen Whisky auf, ich schnupper daran und ich bin so in love. Das ist so Leons Aromenprofil-Whisky. Also das ist wirklich so ein, der ist so richtig muffig, schwer, Küste, aber nur minimaler Rauch, so ein bisschen Käse. Wir hatten so Parmesan im Aroma, als wir den getrunken haben im Video, könnt ihr euch angucken, verlinke ich unten, ne? Hier Beschreibung und so, drückt er drauf und dann kommt er da hin und so, einmal um die Ecke. Und der hat sowas von so einem alten Old Pulteney. Und ich bin ja ein Sucker für Old Pulteney, auch ein geiler Küstenwhisky ohne Rauch. Aber Old Pulteney kommt erst zu diesem Aromprofil von diesem wundervollen Whisky, der ungefähr 50 Tacken kostet, was für eine neue Brennerei echt in Ordnung ist, weil die sind erst 2015, meine ich, gegründet worden. Also ist noch sehr junge Brennerei. Und der ist halt nicht alt, der hat irgendwie 6 Jahre. Ist ein richtig gutes Ding. Ein solider, straighter, schöner Single Malt Scotch. Kein Shishi. Schicke Flasche. Wunderschöne Verpackung. Also für mich ist das wirklich eine ganz gelungene Nummer gewesen von Ardna Merkin. Und ja, also der hätte auch locker im Millennium Falcon mitfliegen können und ohne den Kompressor zu bypassen, sage ich mal. Ne? Nee, also so genau. Ardna Merkin ist auf jeden Fall eine Abfüllung, die aus meiner Sicht verdiente Nummer 1, also nicht Nummer 1, ist ja nicht Reihenfolge, ne, wisst ihr Bescheid, aber ist auf jeden Fall unsere Nummer 1 von den 21ern Mentional Whiskys, also den Whiskys, die man erwähnen müsste. Ich bin heute ein bisschen durch, sorry. Ich fand das auch mega. Leon hat mir den ins Glas gegeben, hat gesagt, ey, den müssen wir mal probieren, der ist nice. Und ich kann da nur zustimmen. Ich finde es gut, wenn eine neue Brennerei in Schottland oder eine frische, eine junge Brennerei einfach Dinge richtig macht. Und die machen es richtig. Also das Geschmacksprofil haut einfach in unsere Kerbe. Deswegen Honorable Mention, also beziehungsweise hier einer unserer Top-Whiskys im Jahr 2021. Also letztes Jahr. Das ist ja alter Hut schon. Apropos alter Hut. So.
Dann gehen wir doch zu einer Abfüllung. Welchen muss ich jetzt erzählen? Achso, den muss ich erzählen, ne? Den dicken hier, ne? Den da, ja. Habt ihr schon gesehen wahrscheinlich. Ich rede auch über eine neue Brennerei. Isle of Razai. Mit der dicken Flasche hier. Die Flasche ist wunderschön. Ich finde sie wunderschön. Hier auch eine neue Brennerei, die einfach wirklich alles richtig macht. Für alle möglichen Super-Nerds, so wie wir das dann halt auch sind, alle Informationen, die man braucht. Hier sind sogar die Bewohneranzahl von der Isle of Razai drauf. Die genaue Fasszusammenstellung. Die machen die Hälfte des Brandes ist rauchig, die andere Hälfte ist nicht rauchig. Das vermehlen die miteinander. Es ist, also, die nehmen First Fill Rye Barrels, die machen einfach alles richtig. Die machen alles richtig und das, was man dann im Glas hat, das ist auch dann 3 Jahre irgendwie plus der Whisky, aber der schmeckt einfach wirklich richtig gut. Und man kommt da, jetzt hat man hier, der hat auch so eine krumme Zahl irgendwie was, ne? 46,4 Volumenprozente dann zum Beispiel und der ist aber einfach saugut gemacht. Jung, aber gut. Gute Fassauswahl und ich finde halt gerade, dass die halt diese Vermählung von diesen verschiedenen Rohbränden machen, finde ich einfach auch super genial. Er ist rauchig, aber es ist halt zartrauchig. Ne? Es ist halt so medium rauchig, würde ich sagen. Ja, mir hat er auch sehr gut gefallen. Paddy hat den mir ja ins Glas geschenkt. Könnt ihr euch angucken. Haben wir auch ein Video zugemacht. Und ja, also neue Brennerei, auf jeden Fall super, super Ding. Und ich komme zu meiner persönlichen, also ich habe sogar echt überlegt, Paddy, ob wir ein Video machen, Distillery of the Year, so wie Ralphie, aber da kommen wir vielleicht irgendwann später nochmal zu, wenn wir alle reich und berühmt sind. Wenn ich eine Brennerei des Jahres hätte wählen können, wäre die Brennerei für mich und aus meiner Sicht, und Paddy weiß wahrscheinlich auch, wovon ich spreche, die Nick Neal Distillery. Was? Jetzt muss ich es nochmal sagen. Die Brenner, also muss ich es jetzt nochmal sagen? Also ja. Jim Beam? Nein, natürlich nicht. Es ist die Brennerei. Einer der emotionalsten Videos überhaupt. Müsst ihr auf jeden Fall mal angucken, aber sagt die Brennerei ruhig mal an. Ich muss nochmal was holen. Ja, Nick Neal ist die Brennerei, von der ich spreche. Eine junge Brennerei, die gegründet wurde von der wundervollen Annabel Thomas. Hier ist eine Flasche, die Paddy gerade ins Bild hält. Nick Neal Single Malt. Die Abfüllung, die auch benannt ist nach der Gründerin Annabel Thomas, die ist aus meiner Sicht der beste neue Whisky letzten Jahres, um Gottes Willen. Und ein 100% Bio-Whisky, also die einzige Brennerei Schottlands, die auf 100% biologischer Gerste ihren Whisky destilliert. Und Paddy hat sich eine Kerze draus gemacht. Sehr schön. Ich war neulich in einem Blogger-Tasting, eingeladen von der Firma Kirsch, für die Paddy auch tätig ist. Und da waren ganz viele YouTuber und Blogger und die Annabel Thomas hat da mit uns ihre Whiskys probiert, also den Standard Blatch 10, dann den Annabel Quiet Rebels heißt die Abfüllung und ein Single Cask und dieses Single Cask war der Shit, Leute. Der heißt irgendwie Aeon oder sowas oder Aon oder Aeon oder irgendwas in der Richtung, also irgendein komischer kurzer Name. Das ist war ein Sherry Single Cask, muss ich jetzt einfach mal als Honorable Mention erwähnen. Der Whisky ist zwar noch nicht auf dem Markt, vielleicht ist er am Markt, wenn das Video rauskommt, ich weiß es nicht. Wir werden sowieso keine Flasche davon kriegen, weil es gibt, glaube ich, nur 300 irgendwas und ich war einfach nur in Love. Ich war so in Love, der war sowas von schweinegut. Aber der Quiet Rebels ist sozusagen für mich die Wahl, weil der kam letztes Jahr raus und der ist wirklich auch sehr, sehr lecker. Mittlerweile leider auch vom Markt. Aber ich möchte einfach das erwähnen, weil ich der Meinung bin, dass jeder, der Bock auf Single Malt Scotch Whisky hat, sollte Nick Neal irgendwie auf dem Schirm haben. Da wird sicherlich noch richtig viel geiles Zeug auf den Markt kommen in Zukunft. Und die Standardabfüllungen von denen sind auch top, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wunderschöne Flaschen aus recycelten Glas. Und Fasszusammensetzung könnt ihr auf der Website nachlesen. Also alles, was man von einer jungen, progressiven, coolen Brennerei eigentlich erwarten kann. Auch mit einem weiblichen Fokus. Also sehr viele Frauen, die dort arbeiten. Annabelle als eine der wenigen Frauen, die eine Brennerei gegründet hat, was heutzutage auch nicht selbstverständlich ist und was auf jeden Fall auch zeitgemäß ist, dass die Whisky-Szene sich mal so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Nick Neal. Aus meiner Sicht eine Empfehlung. Annabel Quiet Rebels ist für mich der dritte Whisky des Jahres 2021. Mega nice.
kann ich nur unterstreichen. Und man sieht hier, meine Frau hat mich da noch beeinflusst, mehr oder weniger. Die Flasche, das ist die, die wir verkostet haben, wir beiden. Die haben wir dann ja auch irgendwann geleert. Nice. Und ich glaube, diese eine, genau, die Flasche ist dann übergeblieben. Das ist halt noch Batch 1, ne? Also sowas, hier ganz selten ist. Und wir haben uns dann eine schöne Lampe draus gemacht. So Paddy und Feuer, da muss ich mal aufpassen. Ne? Also bei Whisky-Videos irgendwie ein Feuer anmachen, ist immer eine schlechte Idee. Deswegen, ich hoffe, dass hier nicht gleich irgendwie was anfängt zu brennen. Sondern sagt mal eben Bescheid, wenn das hier kokelt. Ne? Aber auch schön, man kann das dann halt weiterhin verwenden, das Ganze. Ich bin voll bei dir. Die machen dann einen super Job bei Nichnin. Alle Abfüllungen haben mir gefallen. Die Batches, die ich probiert habe, waren alle konsistent gut. Ne? Natürlich gibt es Unterschiede, aber die waren trotzdem noch weiterhin gut. Und auf Arte gab es eine ganz, ganz spannende Dokumentation darüber. Wenn ihr da noch mal reinschaut, ich glaube, die haben das noch irgendwo in so einer Mediathek oder so. Oder vielleicht findet man das bei YouTube oder sowas, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es da halt, dass, ja, da gibt es mal einen spannenden Einblick, kann man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Bin ich dran? Du bist dran. Aber ich wollte trotzdem noch, ich musste mir gerade den Gag verkneifen, dass, weil Boba Fett steht direkt hinter deiner Flamme, da könnte, also Flammenwerfer und so, Boba Fett. Ja, Nerd Stuff. Ja. Okay, noch weiter. Okay, dann kommt jetzt kommt's, ne? Ja. Jetzt kommt's. Unsere lange, jahrelange Arbeit, guck mal hier, Leon hat auch eine, hat Früchte getragen. Also andersrum, ich hatte die Chance über die Firma Kirsch, eine Flasche abzufüllen, da steht mein Name drauf. Da, das Fass habe ich ausgesucht. Das durfte ich aussuchen. Der hat mir natürlich im Fass schon sehr, sehr gut gefallen. Der Korken ist ein bisschen dick, aber der bröselt auch so ein bisschen ab, gebe ich zu. Ne? Also und auch hier die, also man muss sagen, da gab es so ungefähr 250 Flaschen oder sowas davon und das Schild ist einmal nur abgefallen, Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Westward Single Malt aus Amerika, aus Oregon, um genau zu sein. Das ist ein Grain-to-Glass-Projekt, also die arbeiten da mit einer Farm zusammen. Die haben, also es ist halt 100% gemälzte Gerste, das, was man aus Schottland kennt. Es ist aber ausgebaut in einem frischen amerikanischen Weißeichefass. Und das ist normalerweise, bei Bourbon wird das immer sehr stark ausgekohlt, meistens mit so einem Auskohlegrad von 3 oder 4. Und das hier ist aber nur ein Char Level 2 gewesen. Das heißt, der hat nicht ganz so viel Kohleschicht sozusagen gehabt und durfte dort dann halt reifen. Einige Jahre, habe ich nicht genau im Kopf. Und wurde hier in Fassstärke abgefüllt, 62,5 Volumenprozente, also richtig Druck, Leute, richtig Druck. Aber ich finde ihn gut. Ich lasse den mir jetzt auch nochmal ins Glas, einfach nur, weil ich kann. Und das ist natürlich so ein Herzensding jetzt von mir gewesen. Es war halt mega, also ich fand es mega, dass ich das aussuchen durfte und dass dann halt da mein Name drauf kam. Und ich finde den halt auch einfach wirklich lecker. Die Standardabfüllung, der Standard Single Malt, den finde ich auch nice. Es ist halt ein anderes Geschmacksprofil. Also wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr da was Schottisches im Glas habt, dem ist nicht so. Ja komm, wenn wir schon dabei sind. Oder? Komm, dann trinken wir den mal eben zusammen. Also ich meine, ganz ehrlich, wie heißt es? Druck auf der Pfanne und dicker Korken passt ja gut zu dir, ne? Ja, ne? Das war auch so. Man hatte, also auch für euch so als Hintergrundwissen, ich hatte ungefähr 6 verschiedene Fassproben, die ich probieren durfte. Die variierten dann halt von der Fasszusammensetzung und was da nicht alles so variieren kann. Und das hier hat mir am besten gefallen tatsächlich und das war, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und dann gab es halt die Option, das in 3 verschiedenen Stärken abfüllen zu lassen. Also 40 Volumenprozente, 50, 100 Proof wäre halt auch möglich gewesen. Oder halt in Full Proof, also Fassstärke, 62,5. Ihr könnt ja, müsst ihr ja nicht mehr raten, ne? 62,5 war meine Wahl. Muss er immer direkt auf die Full Proof gehen. Paddy, ja. Ich muss kurz eine doofe Zwischenfrage stellen. Müssen wir dafür jetzt eine Werbeeinblendung machen? Weil den hast du selber gekauft, oder? Den habe ich selber gekauft, genau. Das ist, also, das, also ich meine, es kann sein, dass wir trotzdem einblenden müssen, enthält bezahlte Werbung, weil wir, glaube ich, den Rasi damals umsonst bekommen haben, glaube ich. Ja, genau, und den Nignin, glaube ich, auch. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wobei wir eigentlich, naja, überlege ich später. Aber ich wollte nur jetzt wegen dem Westward, also ne, Full Disclosure, Paddy, also Westward ist eine Marke, die von Kirschwhisky vertrieben wird. Also dementsprechend ist sozusagen auch hier, könnt ihr euch selber überlegen, ob das jetzt hundertprozentig unvoreingenommen ist. Ich glaube nicht, dass man hundertprozentig unvoreingenommen sein kann, wenn man einen Whisky selber abfüllen darf. Aber das ist, glaube ich, so viel Gönjamin können wir uns, glaube ich, mal rausnehmen, wenn wir schon mal die seltene Gelegenheit haben, for the fun.
Der riecht richtig krass nach Äpfeln, finde ich. Spannend. Also ich habe da heute, finde ich den sehr nussig bei mir. Also sehr viel Nüsse, aber Äpfel, ich weiß, was du meinst. Der hat halt sowas sauer-süßes. Aber wir wollen da ja so oder so, glaube ich, nochmal ein Detail-Video zu machen. Was ich halt nice finde, ist, wenn du den trinkst, dann hast du Aromen von schwarzem Tee. Das finde ich halt immer wieder bei Westwood und das finde ich halt sehr nice. Ja. Man riecht es auch so ein bisschen, und um spezifischer zu werden, es ist sogar so ein bisschen Earl Grey. Also es ist so ein bisschen Kumquats drin, es ist ein bisschen so Orangen-Bitteröl. Aber jetzt erstmal okay, Cheers auf gut. Uns. Wir machen nochmal ein eigenes Video dazu, deswegen trinken wir einfach mal, damit die Leute jetzt nicht ewig auf die Nummer 5 warten müssen. Cheers, Leute, auf die Helme, wisst ihr Bescheid. Gönn Jamin. Oder weißt du, wenn du beim Dönermann so einen Chai kriegst, ja, diesen überbrühten schwarzen Tee. Hast recht. Ja, der ist schon lecker. An Silvester war ich irgendwie nicht so fit. Da hat er mir nicht so gut gefallen. Aber jetzt gefällt er mir sehr gut. Honigsüß und viele Gewürze. Und dieser krasse Teenote, das stimmt. Ja, jetzt verstehe ich auch, warum du den ausgesucht hast. Genau deswegen. Ja, lecker. Also auf jeden Fall. Nice. Das Ding ist glaube ich, schon ausverkauft. Also ist jetzt, wie gesagt, hier auch keine Werbeaktion, sondern wir haben den wirklich ausgewählt, weil einfach Paddys Herz dran hängt. Ich habe ihn sogar vor dem Video noch versucht zu überzeugen, was anderes hier auszusuchen, aber er hat gesagt, nee, das war straight einfach der Whisky, der mich 2021 am meisten angesprochen hat. Und there is no arguing with that, sage ich mal in meinem hocheloquenten Englisch. Von daher, lass uns doch einfach quasi den noch ein bisschen nebenher sippen und ich erzähle einmal kurz unseren werten Damen und Herren, Malt Mariners, was mein absolutes Highlight 2021 war. Und zwar muss ich mir dazu gleich noch ein Gläschen aus dem Schrank rausholen, weil ich nämlich jetzt gerade in das Glas, wo der eigentlich rein sollte, jetzt den Westwood drin habe. Ist halt ein hartes Leben. Ist ein hartes Leben, man muss einfach dann Whisky trinken, wenn er da ist. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen oder so, ne? Weißt du Bescheid, irgendwie. Mein Highlight dieses Jahr war tatsächlich an dieser Stelle ein kleines Dankeschön und ein kleiner Gruß an Michael, ne? Weißt du Bescheid, wer gemeint ist, Bremen Repräsent. Und der hat mir nämlich bei sich zu Hause eine Flasche eingeschenkt. Verbrenne ich nicht, Jung. Nicht mit dem Feuer spielen. Eine Flasche eingeschenkt von, ich muss nachlesen, dem Port Charlotte MRC Doppelpunkt 01. Abgefüllt 2010, 59,2 Volumenprozente, 7 Jahre alt. Alter, das Ding war ein Brett des Todes. Also ich bin ja eh ein Sucker für, also ich mag von Bruichladdich auf Isla, mag ich die Port Charlottes und die Octomores, also die rauchigen Abfüllungen. Bruichladdich, die Brennerei, macht nicht rauchigen, rauchigen, sehr rauchigen und super rauchigen Whisky. Und ich mag eigentlich immer nur die rauchigen Whiskys von denen. Und ich hatte super lange keinen Port Charlotte mehr im Glas. Und ich habe so zwei Handfuls hier zu Hause stehen, so Halbliterflaschen, so Single Sherry Fässer mit Rauch. Also halt ultimative Bretter, die heutzutage nicht mehr zu bezahlen sind. Und das Ding, ohne Scheiß, kam legit ran. Das war wirklich genauso geil. Mich hat so auf den Arsch gesetzt und ich kann euch jetzt auch aus meinem Bauchhaus gar nicht sagen, ob da ein Sherry oder ein Weinfass, ich glaube, es war ein Weinfass. Also eine Beeren-Aromen-Bombe Deluxe, Bacon, Rauch, Ahornsirup, alles. Es war einfach nur geil. Also ich bin halt einfach auch ein Sucker für rauchige Whiskys. Ich liebe halt solche Geschichten. Kommt man nicht mehr ran an die Flasche, glaube ich. Aber sollte ich da irgendwann noch mal eine Chance drauf haben, werde ich mir auf jeden Fall sowas schießen und ich muss mir wirklich auch mal wieder ein bisschen mehr Port Charlotte auf dem Zettel haben, weil ich die Brennerei komischerweise irgendwie immer links liegen lasse, frage mich nicht warum. Aber der Port Charlotte MRC, also der C3PO von Port Charlotte, der war mein absolutes Highlight 2021. Gute Gesellschaft, guter Whisky, ich glaube, das ist eh die beste Kombination und wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass dieser Whisky dann in guter Gesellschaft getrunken worden ist. Von daher stoße ich jetzt nochmal an mit dir, Paddy, auf den Westwood Whisky mit einem Namen drauf. Hier steht da der Patrick Aluvalier, der Barrel Pick. Pick. ja, ich habe die Bottle Nummer 100. Jo, für 100%. Ich habe die Flasche 001 und du hast die 100. Ich dachte mir, das passt irgendwie. Aber naja. Ja,
euch allen auch nochmal hier so frohes neues Jahr. Ich glaube, das kann man noch sagen. und dann freue ich mich. Also vielen Dank fürs letzte Jahr übrigens, Leon, mein Lieber. Und ich freue mich auf weitere Jahre natürlich. Und freue mich hier, wenn ich die Chance habe, halt sowas noch öfter zu machen, würde ich mich echt freuen, weil das hat mega Spaß gemacht. Der gesamte Prozess dahinter war echt nice. Und der Whisky an sich ist für mich, ich mag den, ich weiß, also ich kann mir vorstellen, dass nicht für alle das Geschmacksprofil ist, aber die bis jetzt probiert haben zum Beispiel, wo ich das Feedback bekommen habe, die fanden den alle gut. Das fand ich, das freut mich schon mal. Und wenn du den gut findest, dann ist das echt ein Ritterschlag. Also vielen Dank dafür. Aber ja. Schreibt doch sonst mal in die Kommentare, was so eure Top-Whiskys waren, die 2021 rausgekommen sind. Also nicht vielleicht das, was ihr top getrunken habt, sondern das, was 2021 rausgekommen ist, wo ihr mal was Neues probiert habt. Schreibt das mal sonst runter in die Kommentare. Und dann, so wie immer, ne, like dieses Video, abonniert den Kanal, macht die Benachrichtigung an. Schreibt uns eine E-Mail einfach an info@malt-mariners.com, wenn ihr Bock habt, mal so auf Feedback oder Kritik, auch sehr gerne, das löschen wir immer. Und all sowas, und wenn ihr Bock habt, hier eingeblendet zu werden als Malt Mariner der Woche, dann kriegen wir das auch hin. Schickt uns einfach ein Foto bei eurem Lieblingshobby und dann machen wir das klar. Wir sind bei Facebook, wir sind bei Instagram, wir sind auch bei Patreon. Also wenn ihr Bock habt, für diesen Kanal auch uns monetär zu unterstützen, könnt ihr das dort gerne machen. Und ansonsten sind wir jetzt erstmal raus mit unseren Top 5 Whiskys 2021, die 21 rausgekommen sind, mit Ausnahmen. Aber ja, und dann sagen wir so wie immer, bis später. Bis später. Ich fange an mit dem Artner Merkin. Warte mal, ich würde dir gerne den Rasi geben, weil ich würde gerne über die nicht Nieren reden. Ja. Weil ich war bei diesem Tasting dabei. Okay. Du drei, ich zwei. Genau. Artner Merkin. Ja, genau, okay. Bist du bereit? Ja. Trink nebenbei. Ja, ich trinke nebenbei einfach schon selbst. Du bist ja auch hier Vize-Freitag, ne? Also, das kann man mal machen. Ist auch total geil, weißt du? Ich muss morgen nach der Arbeit, direkt nach der Arbeit nach Bayreuth fahren. Ich habe nichts aufgeräumt. Meine Wohnung sieht aus wie Scheiße. Die Spülmaschine muss noch angeschmissen werden morgen. Ich habe nichts gepackt. Aber lass mal Whisky trinken. Ja. That's my life. That's my life. It's my life. It's my life. It's my life, it's my life, my whiskey, it's my whiskey and bourbon. Ja, sag doch mal, willst du Hallo sagen? Oh, dieser Stuhl, ne, der knarzt hier rum, ey, das ist ja, ja, der Stuhl. Ja. Eine Furzmaschine. Geil, jetzt krieg ich richtig Bock. Ja, ich leider auch, aber es ist schon voll spät und ich gehe morgens immer laufen momentan, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so lange durchhalten heute. Aber ich exportiere mal. Ich glaube, noch eins drehen wir nicht, oder? Weiß ich nicht. Wolltest du noch den Blind machen von Andrea? Oder willst du noch, wollen wir den Blind noch schnell durchorgeln? Ich weiß nicht, ob ich da noch Fähigkeiten für habe, aber hätten wir einen Drill noch. Also ich bin schnell, oder? Also ich bin müde, aber ich würde. Ich würde einen. Ne? Also einen? Also, wenn du noch willst. Also noch eine. Aber nur, also wenn du willst. Ja, komm, halt's Maul. Ich exportiere.